Ahoi Leute und herzlich willkommen zu diesem klitzekleinen News-Update-Video hier auf meinem Kanal. Wobei das eine gar nicht wirklich eine News ist, sondern eher so eine Art Richtigstellung für euch, sage ich jetzt mal so. Einmal zu Attack on Titan Staffel 4 und einmal zu Promised Neverland, denn da gibt es auch einige Neuigkeiten und damit will ich jetzt auch anfangen hier mit The Promised Neverland. Ja Leute, wir neigen uns ja gerade so in den Streams dem Ende zu, heißt, wir lesen ja zusammen gerade im Stream den The Promised Neverland Manga, sind jetzt nur noch ungefähr 10 Kapitel vom Ende entfernt und das ist schon ziemlich krass. Wir haben eine lange Reise, einen langen Weg hinter uns und ja, jetzt ist es passiert, Leute, es ist offiziell, wann The Promised Neverland eine zweite Staffel bekommt und das wird ja leider später sein, als ich das persönlich gedacht habe, nämlich erst im Oktober 2020. Ja, und da wird der ein oder andere Attack on Titan Fan sich natürlich denken, Oktober 2020, da wurde uns ja auch noch was anderes versprochen, kommen wir gleich noch genauer zu. Promised Neverland Staffel 2 auf jeden Fall im Oktober. Ich hätte eher so mit April oder Juli nächstes Jahr gerechnet, bin daher so minimal enttäuscht, aber ich habe lieber eine gute Produktion, mit der sich Zeit gelassen wurde, als irgendwas Gerushtes. Daher ist das schon okay, wenn sie sich bis Oktober 2020 da Zeit lassen wollen. Ja, wie viele Staffeln wir bei Promised Neverland insgesamt kriegen, kann man so langsam auch abschätzen, weil Promised Neverland sich im Manga ja im letzten Arc befindet. Ich schätze mal so 4 Staffeln. Vielleicht maximal 5, aber 4 halte ich schon für realistisch, denn der Manga ist ja jetzt im finalen Arc und die zweite Staffel von The Promised Neverland wird sehr, sehr wahrscheinlich 25 Folgen bekommen, weil sie den ja, Bunker-Arc und den Goldie-Pawn-Arc adaptieren wird und das kann man nicht in 12 Folgen machen, sondern da braucht man schon so seine 20 bis 25 Episoden für. Daher ist das sehr, sehr wahrscheinlich, dass Staffel 2 von Promised Neverland bei Kapitel 98 enden wird, was schon ungefähr 60 Kapitel sind, die hier adaptiert werden. Und ja, ich freue mich da auf jeden Fall drauf, finde es geil und bin mal gespannt, wie das Ganze dann letzten Endes im Oktober 2020 umgesetzt wird. Ja, Leute, kommen wir jetzt zur nächsten News. Wie gesagt, es ist keine wirkliche News, sondern eher eine Klarstellung, nämlich zu Attack on Titan Staffel 4. Und die News ist, dass wir eigentlich keine News haben. Jetzt denkt ihr euch, was erzählst du denn hier? Wartet erstmal ab, Leute, ich werde es euch erklären. Auf Twitter ist es mir sehr, sehr häufig untergekommen und auch auf Instagram, auch im Kommentarbereich unter meinem Video oder unter meinen Videos ist das immer wieder vorgekommen und ich habe mir gedacht, komm, ich nutze dieses Video hier, wo es auch die News zu Promised Neverland gab, um das Ganze mal klar und richtig zu stellen. Auf Twitter und auch auf Instagram gibt es mittlerweile Fake-Profile von Wit Studio. Und Leute, nicht nur ein Fake-Profil, sondern wirklich mehrere, die sich mehr oder weniger Mühe gegeben haben, ja hier das Ganze zu faken und die Leute auf eine falsche Fährte gelockt haben und die Leute ja, fälschlicherweise gehypt haben. Worum geht's, Leute? Es geht darum, dass hier falsche Accounts getwittert haben, dass Attack on Titan Staffel 4 jetzt bestätigt ist für 2020 im Oktober zu 100% und dass Wit Studio das Ganze macht. Tja, wäre schön, wäre zu schön, um wahr zu sein. Nein, wäre schön natürlich einfach nur zu schön, um wahr zu sein, wäre es natürlich nicht. Aber es ist eben immer noch so, dass Wit Studio, das offizielle Wit Studio, sich dazu noch nicht geäußert hat, dass Staffel 4 wirklich von ihnen gemacht wird. Das ist zu keinem Zeitpunkt bestätigt worden und Wit Studio hat noch nicht ein Wort, noch nicht eine Silbe zu Staffel 4 gesagt, dass sie das machen. Deswegen bleiben wir hier immer noch auf dem alten Stand, auf dem wir schon vorher waren und wissen nicht viel mehr. Das heißt, es sind alles Fake-Profile gewesen. Ihr könnt es ganz gut erkennen. Den offiziellen Kanal von Wit Studio erkennt ihr. Der hat so ein Häkchen dahinter. Alle anderen solltet ihr gar nicht erst ja, in Betracht ziehen. Ihr findet auch den Kanal von Wit Studio, den Twitter-Kanal, unten bei mir in der Videobeschreibung. Und lasst euch da nicht auf eine falsche Fährte locken, weil sehr, sehr viele von euch enttäuscht waren, mich danach angeschrieben haben, erst gesagt haben, yo Kev, guck mal hier, Wit Studio hat es jetzt endlich ja, bestätigt, macht doch ein Video dazu. Und ich musste den Leuten dann immer sagen, ey, Leute, es ist nicht der Fall, das ist ein Fake-Profil, das ist nicht wirklich Wit Studio. Und daher habe ich gedacht, mache ich das Ganze hier in diesem Video auch nochmal, wo ich auch nochmal kurz drüber reden möchte, was ich im Stream schon angesprochen habe, aber hier natürlich auf meinem Kanal so noch gar nicht, ist die Tatsache, dass ich mit jedem Tag, wo uns nicht gesagt wird, welches Studio Attack on Titan Staffel 4 macht, mit jedem Tag, der vergeht, wird es für mich wahrscheinlicher,
dass Staffel 4 von Attack on Titan verschoben wird. Ja, Leute, das ist jetzt vielleicht ernüchternd, das ist auch nur meine persönliche Meinung, aber ich finde mittlerweile, dass umso weniger Informationen wir kriegen, umso, naja, realistischer wird es, dass diese Deadline Oktober 2020 für Staffel 4 nicht eingehalten wird. Vor allem, weil der Manga, wenn es so weitergeht wie gerade, da vielleicht noch nicht mal beendet sein wird, wenn Staffel 4 beginnt. Auch wenn ich denke, dass Staffel 4 von Attack on Titan sowieso in zwei, wenn nicht sogar drei Hälften geteilt wird. Einige von euch sind ja der Meinung, dass Staffel 4 von Attack on Titan hier 37 Folgen bekommen könnte. Ich bin da noch skeptisch, habe dazu ja schon ein komplettes Video gemacht. Ja, nichtsdestotrotz kriege ich immer mehr das Gefühl, dass Attack on Titan Staffel 4, genauso wie es schon bei Staffel 2 der Fall war, verschoben werden könnte. Staffel 2 hat sich ja mehrere Male verschoben und ich ahne Böses, Leute, dass das bei Staffel 4 auch passieren könnte. Ich hoffe es natürlich nicht, aber wie gesagt, umso weniger Informationen wir kriegen, umso wahrscheinlicher sehe ich es, dass das Ganze verschoben wird. Aber auch dazu haben wir noch gar keine Bestätigung. Ist nur so ein Bauchgefühl von mir, mein Eindruck zu der ganzen Situation. Ihr könnt mir eure Meinung zu der ganzen Thematik auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr da Bock drauf habt. Schreibt mir auch gerne was zu Promised Neverland. Seid ihr gehypt? Habt ihr Bock auf Promised Neverland? Freut ihr euch darauf? Kommt demnächst auch wieder ein bisschen mehr Content hier auf meinem Kanal zu Promised Neverland. Im Verlauf der kommenden Wochen, sage ich jetzt mal so. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt, schreibt mal gerne eure Meinung in die Kommentare und lasst auch gerne ein Like da, ein Däumchen, wenn es euch gefallen hat. Meine sozialen Medien, Twitter, Instagram, Discord und Twitch unten in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch jetzt, wie gehabt, immer noch einen wunderschönen Tag, Abend, Mittag, wann auch immer ihr dieses Video guckt. Sage ciao und tschüss und hoffe, wir sehen oder hören uns spätestens im nächsten Video wieder.